Das Thema Aktien ist in den letzten Jahren für extrem viele Leute sehr interessant geworden. Doch wie investiert man am besten in Aktien? Welche App bzw. welchen Anbieter sollte man verwenden? In diesem Video gibt es mal die Top 5 Aktien-Apps. Viel Spaß dabei! Abonniert diesen Kanal gerne für weitere Videos und dann geht es auch schon direkt los. Bevor dieses Video startet, nochmal zwei wichtige Hinweise. Und zwar Hinweis Nummer 1: Dieses Video enthält keine bezahlte Werbung. Das heißt, keine App, die ich in diesem Video vorstelle, hat mich darum gebeten, dieses Video zu erstellen, beziehungsweise keine App hat mich dafür bezahlt, dass ich positiv über sie rede oder ähnliches. Ich habe nämlich teilweise andere Berichte oder Videos oder Blog-Einträge von anderen, ja, Influencern, sage ich mal, gesehen, die dann auch über Top-Apps, Top-Aktien-Apps und so weiter und so fort berichtet haben. Aber dort stand dann ganz verdeckt, kleingedruckt, enthält bezahlte Werbung. Das heißt, wenn es in solchen Videos bzw. Beiträgen bezahlte Werbung gibt, dann ist natürlich klar, dass das nicht ganz seriös sein kann, weil da natürlich in der Regel eher positiv bzw. besser über die jeweiligen Apps gesprochen wird, als es dann in der Realität der Fall ist. Deswegen ganz wichtiger Hinweis, dieses Video enthält keine bezahlte Werbung. Und der zweite wichtige Hinweis, dieses Video ist jetzt kein Ranking, das heißt, App Nummer 1 ist nicht unbedingt besser als App Nummer 5, die ich jetzt in diesem Video vorstelle. Das heißt, es gibt kein Ranking. Jede App hat ihre Vor- und Nachteile. Schreibt gerne eure Erfahrungen mit den Apps in die Kommentare. Und es kann auch natürlich sein, dass es einige Apps gibt, die ihr auch benutzt, mit denen ihr auch sehr gute Erfahrungen gemacht habt, die aber nicht in diesem Video hier vorkommen. Deswegen, falls ihr noch weitere Apps kennt, schreibt das Ganze gerne in die Kommentare. Vielleicht gibt es dann ja auch einen zweiten Teil von dieser Videoreihe. Dann würde ich sagen, geht es jetzt auch schon los mit App Nummer 1. Und zwar, App Nummer 1 für heute ist Trade Republic. Werden mit Sicherheit die meisten von euch natürlich schon kennen, spätestens seitdem sie groß Werbung gemacht haben im Fernsehen, auf YouTube und so weiter und so fort. Und ja, der Vorteil hier ist ganz klar natürlich, wir haben hier keine Provision. Und ja, das ist natürlich auch ein Hauptmerkmal von Trade Republic. Und das ist alles natürlich sehr übersichtlich. Wir haben hier alleine im Google Play Store schon über 1 Million Downloads bei Trade Republic. Natürlich müssen jetzt auch noch andere Downloads beispielsweise. Ja, beim Apple App Store. Diese Downloads müssen natürlich noch zu den Gesamtdownloads mit dazugerechnet werden, wenn man die konkrete Zahl haben möchte. Aber ich beziehe mich hier in diesem Video hauptsächlich auf den Google Play Store. Und ja, wir haben hier eine sehr gute Bewertung von 4,4 von 5 möglichen Sternen. Und wir haben hier über 45.000 Nutzer, die eine Bewertung abgegeben haben. Link zu der App findet ihr in der Videobeschreibung sowie auch alle anderen Apps in diesem Video findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und ja, schreibt gerne eure Meinung zu Trade Republic in die Kommentare. Seid ihr ebenfalls sehr zufrieden mit dieser App? Hier eben die Vorteile, es ist recht übersichtlich. Man hat keine Provision und hier eben über 4.000 Aktien und ETFs, die man kostenfrei besparen kann. Schreibt gerne eure Meinung zu Trade Republic in die Kommentare. Und eine weitere Sache, die mich auf jeden Fall interessieren würde, schreibt gerne mal euer Ranking von diesen 5 Apps hier in diesem Video in die Kommentare. Ihr werdet auch noch sehen, eine App muss man so ein bisschen ausklammern, aber jetzt geht es erstmal weiter mit der nächsten App. Und zwar die nächste App, die wir für heute haben, ist eToro. eToro hat nochmal deutlich mehr Downloads hier im Google Play Store als Trade Republic und zwar über 5 Millionen Downloads hier allein im Google Play Store. Andere Stores, zum Beispiel der Apple App Store, kommen natürlich noch hinzu. Und ja, wir haben hier auch eine sehr gute Bewertung, wirklich von 4,3 von 5 möglichen Sternen und hier über 80.000 Nutzer, die die App bewertet haben. Eine Besonderheit, die wir hier bei eToro haben, sehen wir auch schon, ist das Kopieren von Trades. Das heißt, man kann hier die Trades von populären, das heißt von bekannten und erfolgreichen Investoren einfach kopieren und muss dann gar nicht selbst die ganze Zeit traden, die ganze Zeit überlegen. Ist natürlich eine gute Möglichkeit für alle, die sich jetzt nicht intensiv mit der Thematik selbst auseinandersetzen wollen, sondern einfach nur gute Profite erreichen wollen, indem sie eben hier einfach die Trades von anderen kopieren und ebenfalls dann die Profite, aber natürlich ganz klar auch die Verluste, dann einfach ebenso wie die Profi-Investoren, sage ich mal so, mitnehmen. Schreibt auch gerne eure Meinung zu eToro in die Kommentare. Was habt ihr für Erfahrungen mit eToro gemacht? Und wenn ihr noch keine Erfahrung gemacht habt mit eToro, könnt ihr euch die App natürlich gerne komplett kostenlos mit dem Link in der Videobeschreibung downloaden. Die nächste App, die wir jetzt hier haben, beziehungsweise der nächste Anbieter ist FLEDEX. Und zwar, FLEDEX steht für Einfachheit in erster Linie. Das heißt, wir sehen ja auch schon den Werbeslogan: Jeder verdient Rendite, Kunde werden in 5 Minuten. Und ja, wir haben hier über 3.000 ETF und Fonds, Sparpläne
und man kann hier wirklich die Aktien ab 0 Euro handeln. Im Vergleich zu zum Beispiel Trade Republic oder eToro hat FlatEx hier im Google Play Store vergleichsweise wenig Downloads, nämlich 100.000 Stück, beziehungsweise ein bisschen mehr als 100.000. Allerdings haben wir hier auch eine recht solide Bewertung von derzeit 3,8 von 5 möglichen Sternen. FlatEx wurde übrigens vom Focus Money Magazin ausgezeichnet. Ähnlich wie bei Trade Republic auch ist das Ganze hier recht schlicht gehalten. Wir sehen hier als Beispiel die Depotübersicht, ist alles ja recht einfach gehalten. Keine unnötigen, komplizierten Bedienungen und so weiter und so fort. Und ja, schreibt gerne eure Erfahrungen zu FlatEx in die Kommentare. Und wenn ihr FlatEx noch nicht getestet habt, könnt ihr euch die App natürlich komplett kostenlos mit dem Link in der Videobeschreibung downloaden. Als nächstes haben wir einen in Deutschland recht unbekannten Anbieter, und zwar die App Next Markets hat hier im Google Play Store über 100.000 Downloads und auch eine gute Bewertung von 3,9 von 4 möglichen Sternen. Hier haben wir wirklich ein wirklich sehr breit gefächertes Angebot, über 7.000 Aktien und über 1.000 ETFs. Und wir haben ja auch den Vorteil, dass wir hier keine Kosten pro Trade haben und auch keine Kontogebühren haben. Falls ihr die App noch nicht kennt, könnt ihr euch sie gerne mal in der Videobeschreibung downloaden und das Ganze mal austesten. Falls ihr schon Erfahrungen mit der App gemacht habt, schreibt eure Erfahrungen gerne in die Kommentare. So, und jetzt sind wir auch schon bei der letzten App für heute angekommen, und zwar Vivid, Investieren, Banking und Krypto. Und ja, diese App unterscheidet sich ein wenig von den anderen Apps, und zwar ging es ja bei den anderen Apps in erster Linie ums Investieren und natürlich hauptsächlich um die Aktien selbst, beziehungsweise ETFs und so weiter und so fort. Aber hier haben wir noch weitere Funktionen, und zwar teilweise sogar Cashback. Das heißt, wir haben hier Cashback für Einkäufe. Das ist auf jeden Fall eine Sache, durch die sich Vivid ganz klar unterscheidet. Und wir haben hier natürlich noch weitere Möglichkeiten. Das heißt, Investitionen in Kryptowährungen ohne Gebühren und so weiter und so fort. Und man hat hier natürlich noch hunderte von Aktien und ETFs. Sonst wäre diese App natürlich nicht in dieser Liste vertreten. Wir haben hier auch noch die Möglichkeit, uns hier eine Karte zuschicken zu lassen. Finde ich auch eine ganz coole Option. Ihr könnt die App gerne komplett kostenlos mit dem Link in der Videobeschreibung testen und euer Feedback hier in die Kommentare schreiben. Falls ihr die App schon benutzt, beziehungsweise falls ihr Vivid Money schon verwendet habt, schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare. Und ja, dann bin ich mal gespannt auf eure Rankings. Ja, ich weiß, Vivid kann man jetzt nicht vielleicht mit den anderen Apps vergleichen. Das heißt, ihr könnt ja mal von den anderen 4 Apps euer Top-Ranking in die Kommentare schreiben, wenn ihr natürlich schon mit allen Apps Erfahrung gemacht habt. Und ja, dann hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Ich denke, es wird demnächst auch mal ein Video geben zu den Top-Krypto-Apps, beziehungsweise ja, Top 5 Krypto-Apps. Und ja, wenn ich hier noch andere Broker bzw. andere Apps mal mit in ein Video packen soll, beispielsweise Smart Broker oder Scalable, dann kann ich das Ganze auch natürlich mal machen. Und ja, dann abonniert gerne diesen Kanal für weitere Videos. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und tschüss.